Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen hier bei Amnesia und ja, so. Danke, Sprühflasche. Ich habe mein Headset noch nicht auf. Ohne die Sprühflasche wäre mir das nicht aufgefallen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Amnesia. Ich habe mich nach dem Schock von gestern etwas beruhigt, weil, oh Gott, das war hardcore. Ich habe danach den Part gerannt, also versucht zu rendern, hat auch dann irgendwann mal, ja, ist ja gut, hier kriegst du Brot. Hört auf zu weinen. Hat dann auch irgendwann geklappt, wie ihr sehen konntet, Part 8 ist gerade am Hochladen. Und ich habe die Titel noch nicht eingestellt. Oh Mann. Ah, egal. Egal, sieht ja eh fast keiner. Darum wird der Titel halt 2 Minuten später eingefügt. Ist ja auch scheißegal. Ja, und ich habe mich schlapp gelacht. Ich habe mich so derbst schlapp gelacht über diesen Part. Mit der Meinung bin ich aber auch. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ah, wir müssen in die Küche, um die Suppe einzufüllen. Und umzurühren. So, aber ich habe noch immer keinen Entpfefferer. Da geht's zur Kulinar. Kulina, das klingt so lateinisch irgendwie, nicht englisch oder so. Wenn ich ehrlich bin. Weil englisch ist ja Küche, Kitchen. Kann natürlich da auch sein, dass es da irgendwie einen Unterschied zwischen Dingsbums, zwischen so einer großen Küche, also zum Beispiel in einem Restaurant oder so und einer... Und eine Hausküche gibt. Was ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Ah, da ist es. Huiuiui. Beginnt ja toll. Manch. Boah. Okay. Manch. Mensch! Der Küchenchef bemerkt nicht, dass ich hier bin. Und seine Suppe entpfeffern will. Ich guck da die Sprühflasche so böse an. Darum geht die jetzt mal hier weg. So. Ja, das ist weit genug weg. Das bekommt er nicht mehr mit. Jetzt habe ich aber immer noch die zu... gepfefferte Suppe in meinem Glas. Hey, los, beeil dich. Ja. Lauf. Du schaffst das. Ja. Das machst du gut. Schön. Ja. Noch ein paar Meter. Ja. Lo, es geht so ein bisschen x-beinig, finde ich. Ja. Oh, es ist weg. So. Mit dem Messer geht es immer besser. Wir rühren jetzt nochmal die Suppe um mit einem Messer. Nein, 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 nein. Tralala. Ich weiß gar nicht, was das in der Aufnahme hier. Aber schaut euch das mal an. Schaut es euch einfach an. Das müsste gleich passieren. Oder auch nicht. Ach, da. Da haben wir's. Jetzt komm. Ha. Seht ihr das? Seht ihr das? Oh. Spannend. So, ich nehme mal meinen... Kann ich das da reintunken? Moment. Tunk. Oh, Schwein. Schwein ist weg. Kann ich das? Kommt da nicht rein. Passt da nicht rein. Wie sieht es mit einer Kiste aus? Nö, passt nicht. Nö. Passt einfach. Nö, passt nicht.
Also, nö. Dann lassen wir das auch. Haben wir hier noch irgendwas, was da gut in die Suppe reinpasst? Da haben wir noch was. I feel like I have fled the world and all its worries. Brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, as the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Oh, da hat er was übersprungen. Kann sein, dass ich da auf STRG gekommen bin versehentlich mit meiner Hand. Ich will's aber jetzt nicht die Schuld auf mich nehmen. Ja, ja. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 32. 32 Tunerbüchsen. Das reicht noch. So, wohin müssen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt hier hin? Das von hier machen, oder wie? Nein, es würde nichts bringen. Aha. Nein, das würde auch nichts bringen. Weil von da kommen wir ja, glaube ich. Aha. Na. Das heißt, wir müssen jetzt zu einer Türe rennen, die auch wieder verschlossen ist. Es ist dunkel. Nee, hier müssen wir nicht hin. Oh, dieses Kettenrasseln. Das macht einen echt nervös. Ja. Zellenbereich 4. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hinrenne. Hier war ich eben. Da! Ich finde hier nicht mehr raus. Leute, helft mir. Ich finde nicht mehr raus. Oh Mann. Flöhe. Na gut, ich habe noch ein bisschen Öl. Oh Mann. Hallo. Nee. Hallo. Irgendwo eine Türe. Am besten eine verschlossene. Hallo. Na, Moment. Jetzt mal gerade nochmal. Das hier müsste nämlich der Ort des Schreckens gewesen sein. Nein, war er doch nicht. Na, schade. Oh, hier bin ich doch eben schon vorbeigerannt. Mann. Geht's uns denn eigentlich geistig? Leichte Kopfschmerzen. Was haben wir hier? Einige Schnittwunden. Ach komm, dann verbrauchen wir das noch. Dann geht's uns wieder super. So. Hey, cool, eine Zunderbüchse. Noch eine. Für meine Sammlung. Ich sammle die jetzt. Oh, atomverseuchtes Schloss. So, schnell aufgehauen. Das ist doch... Na, möchtest du hier rein? Möchtest du? Kommst du da aber nicht. Hallo. Das ist verwirrend, ne?
Einen Moment. Was? Ich muss mein Mauspad. Ja, was? Whoops. Hier bin ich. Hör auf, meine Türe zu drücken. Ich lass dir mal auf. Wah! Falsche Richtung, falsche Richtung. Oh nein. Oh Mann. Oh. Die Bediensteten mieden ihn. Dennoch wusste er, dass sie da waren. Sie rochen alle nach Gewürzwein. Oh Mann. Oh, oh Mann. Oh. So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using them. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Komischer Stein. Yay, Knöpfchen drück. Okay, das Getriebe muss geölt werden. Ah, Ölabfluss. Sah schon so nach Öl aus. Nehmen wir das da mal gerade stehen. Wasser. Uiuiui. Okay, erstmal schön hier ölen, würde ich sagen, ne? So, Knöpfe drück. Ah. Und direkt noch einmal. Na los, runter. Ja, runter mit dir. Ja. Geschafft. Okay. Also wir müssen auf die Seiten. Bitte. Lass sie mal einer an. Hier sind Hebel. Ah, das geht runter, gut. Das flutscht da runter. Okay, das flutscht nicht nach unten. Wir müssen in den Steuerraum, denke ich mal. Ich weiß es, wie gesagt, ich habe im letzten Part schon erwähnt, dass ich das hier schon mal gespielt habe. So gesehen. Okay. How did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Miau. Okay. Machen wir was fürs Leben gelernt. Hallo. Hallo. Ach, guck mal, ein Rohr. Ich habe ein Rohr. Ich mache das Rätsel jetzt hier schnell. So. Zuerst mal müssen wir hier erstmal dran drehen. Warten, bis es Klick macht halt. Gleich nochmal. Okay, jetzt ist es wieder ausgerastet. Jetzt ist es eingerastet, das ist gut. Das müssen wir jetzt hochdrehen. Auch wieder. Das auch noch so ein bisschen. So, hier läuft es jetzt schon mal. Also, woher ich das wusste, das ist hier. Also, hier bin ich auch auf die Lösung der Rätsel recht schnell gekommen, weil es nicht unbedingt schwer war. Dann haben wir hier schon mal das Rohr. Dann drehen wir hier schon mal die Türe hoch. Machen einen auf Indiana Jones. Dö, 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 dö.
Okay, schmeißen das Rohr schon mal dahin. Man muss das auch so mit den Rohren machen. Also man muss die Dinger dann so schmeißen. Das hier muss man erstmal in die Hand nehmen. Einmal hochschmeißen, dann nicht auffangen. Und es dann verbuggen. Wenn man es nicht verbuggt, dann ist es auch in Ordnung. Da passiert auch nichts. Da muss man das so über das andere Rohr schon mal legen. Dann muss man hier runterrennen. Sich hier nochmal die Hebel angucken und merken, dass der feststeckt. So, hier haben wir eine Zunderbüchse. Das ist jetzt schon mal was. Eine Zunderbüchse mehr. Oder weniger. Puck. Hier muss man Türe aufmachen. Muss man hier danach gucken und hölzerne Kurbel aufnehmen. Da muss man hier Knöpfchen drücken. Und da Knöpfchen drücken. Und da nach oben. Da auch nach oben. Sodass das halt hier genauso aussieht wie auf der anderen. Aussieht wie auf der anderen Seite. Nicht aufsieht. Und dann müssen wir hier noch einmal rein. Ich repariere. Denn ich bin so cool und darum zünde ich auch noch ein paar Kerzchen an. Ist immer schön, wenn man ein bisschen mehr Licht hat, ne? Stimmt's, Franzis? Es ist immer gut, mehr Licht zu... Rohr. Willst du mich verarschen? Na bitte. Wo? Wie habe ich das gemacht? Ich bin Chuck Norris. Wo haben wir es denn? Das dritte Rohr. Das habe ich vergessen, wo das ist. Zumindest weiß ich gerade nicht genau, wo es ist. Also hier meine ich, war es nicht. Ah! Ich erschrecke mich schon selber. Wir gucken einfach nochmal da auf der Seite. Ne. Okay. Da ist es ja. Na komm. Oh, das nenne ich Zunge gebissen. Das nenne ich doch Indiana Jones Style. So, jetzt funktioniert das da oben. Das heißt, ich hoffe jetzt mal, dass es das heißt, dass wir jetzt... Scheiß Technik. So. Na. Ich möchte es mitnehmen. Na dann halt nicht. Aber das ist aber letztes Mal auch nicht passiert. Kommt also scheinbar nicht immer vor. Hüpf. Huch. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zu der Zisterne. Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte. So viel war sicher. Ja, dann bin ich aber auch. Und jetzt ziehen wir erstmal hier. Und es fährt runter. Oh, wie schön. Ah, wie hübsch. Ne, das ist jetzt nicht hübsch. Dann müssen wir, denke ich, nochmal ziehen einfach. Ja, sie muss angehoben werden. Dann hüpfen wir dagegen. Na gut, dann doch nicht. Wo geht's denn hier lang? Sterne. Wo es da drüben lang geht, weiß ich natürlich nicht. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt dann erstmal hier in diese Zisterne da, Dingsbums. Weil ich da auch letztes Mal reingegangen bin und der Zweck des inneren Heiligtums war es immer gewesen, die Kugeln zu studieren und möglicherweise zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Er war sich dessen allerdings noch nicht bewusst, denke ich, stand da. Ja, und hier habe ich das letzte Mal auch einen Cut gemacht und man sieht hier schon mein Lieblingselement Wasser. Wie? Oh, guck mal, da ist ein Fischi. Oh, Fischi. Fischi! Hundi! Fehlt hier noch. Naja, und?
You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mill. Exactly. Ah. Eigentlich ist ja dieser Alexander doch irgendwie sympathisch, also... Mir ist dieser Alexander ganz ehrlich sympathisch, irgendwie. Darum schwimme ich auch wieder komplett zurück. Um das noch einmal zu sagen. Da redet doch. Will ich da... Ja, ich will da hinten. Wie ich schon sehe, ist da nämlich eine Kurbel. Na, war bestimmt nur ein Stein oder so. Was haben wir denn da? Umleiten. Oh, was haben wir denn da stehen? There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground. Where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Mhm. Okay, was war das nochmal? Okay. Wah! Tornado! Guck mal, hier ist ein Tor. Ich gerade eben gar nicht gesehen. Oh. Hm? Und nu? Was mache ich jetzt? Ich würde mal sagen, wir laufen noch da hinten. Au! Ist böses Wasser. Ganz böses Wasser. Naja, mal so eine Brücke. Wie mache ich den jetzt? Ah, kann es sein? Meine... Nee. Scheinbar kann das nicht sein. Aber ich komme so nach da oben nicht. Ich springe da nie wieder runter. So, noch einmal. Ah! Alter! Ah! Alter! Ahaha. Oh, ist so... Ich habe keine Lust, mein Laudanum zu verschwenden oder zu verbrauchen. Tralalalalala, tralala, tralala, tralalalalala, Cholera. So. Da war, glaube ich, was. 8. August 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb,
Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Ja, das habe ich aber jetzt auch. Auch wieder. Okay. Naja. Ist ja Standard, dass sowas passiert. Irgendwelche komischen brummenden Wesen, aber nicht. Die sind nicht so Standard. Aber was mache ich denn jetzt da oben? Ach, da ist ein Stein, na bitte. Bin ich gut oder bin ich gut? So. Jetzt müssen wir hier wieder. Ja. Jump'n'Run Skills beweisen, die ich nicht habe. Da ist die Notiz. 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Hm, na gut. Drehen wir hier auch. Dann kürt wieder das. Wie gesagt, das kommt öfters hier vor. Das ist hier Standard. So. Also Wirbelstürme sind wirklich Standard hier in Amnesia. Da haben wir noch eine. Wie viel Öl haben wir noch? Ein bisschen. Plus noch 5 Kanister. Oder ich hätte schwören können, ich habe gerade ein Monster gehört. Aber scheinbar auch nicht. Also gehen wir. Wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brandenburg wachsen konnte. Leider waren alle es Alexanders Studien und seine Pflege, die bla Blume blub. Nicht runterspringen, sondern jetzt mal nochmal gucken. Lass mich mal bitte. Nehme ich mal kurz hier hinablaufen, um nochmal in der, wie hieß es, Kanalisation nachzuschauen, was hier los ist. Ist trocken. Ist fotz trocken. Bah! Oh, das ist fort trocken, aber scheinbar gasig. Vielleicht kann ich mir das Ding hier irgendwie aufsetzen. Oder ich fange damit einfach das Gas auf. Hui! Ich laufe einfach mal. Hey, das klappt sogar. Na, boah! Ah, Mann! Okay, wir brauchen einen Impfstoff. Den finden wir eindeutig, wenn wir das Ding hier runtergeholt haben. Aber
Ich weiß zum einen noch nicht wie. Und zum anderen wie. Mit dem Handbohrer. Oder auch nicht. Ich gucke einfach mal, warte mal. Ich gehe einfach nochmal hier rein. Ganz schnell. Ich mache jetzt gleich, mache ich auch mal Schluss mit der heutigen Aufnahme. Es ist mal nicht so viel Schrecken erregendes geschehen, aber es ist fast geschehen. Ach guck mal, das Ding fährt immer noch runter. Ha. Na, brauche ich ja gar nicht. Ich schaue einfach nochmal grad. Hier, weil hier fehlt ja so gesehen noch ein Rohr. Würde ich mal sagen. Kann dies denn daran liegen? So. Jetzt haben wir das eventuell neu gestartet auch. Es kann natürlich jetzt sein, dass es... Weil wenn das jetzt die Lösung des Problems war, dann flippe ich aber aus hier. Und wir schauen nochmal gerade jedes einzelne Ding. Ich dachte gerade, das wäre eine Notiz. Wir schauen einfach hier nochmal alles ganz schnell durch. Ob hier nicht eventuell noch irgendwo ein Röhrchen ist. So ein kleines. So, hier haben wir nur eine Kerze. Und hier ist auch kein Rohr, aber eine Zunderbüchse noch. Okay. Das ist toll. Jetzt haben wir ein Rohr, welches uns fehlt. Scheinbar. Wie mache ich das denn jetzt? Ja. Wenn... Ja. Toll. Ja, stimmt ja. Okay, das klappte. Aber ich schätze mal, dass es... Also wenn das jetzt klappt, ich wollte auch schon sagen, du... Wie macht man das denn hier? Ach hier, guck mal. Die Tür habe ich noch gar nicht gesehen. Ne, weil ich auch von der komme. Stimmt ja. Stimmt. Dann probieren wir mal die hier aus. Ja, rührt sich aber nicht. Schade. Wo ist der mysteriöse Stein? Ist der das? Ich war nie gut im Sport, darum fange ich das auch nicht. Also, den Stein, darum konnte ich den gerade nicht fangen. Ich versuche jetzt, mir da oben einfach mal eine Art Dings zu bauen, eine Art Leiter. Auch wenn ich ja mal reinrutsche. Ich denke aber nicht, dass das funktioniert, du. Never. Wer ist der King? Das bin ich. So.
Und in diesem Sinne, leg im Daumen, ciao Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Hubert Schubert.